Grüß euch, liebe Zuschauer, Servus miteinander. Großbritannien kommt seit dem tödlichen Messerangriff, diesem schrecklichen Verbrechen auf drei Mädchen im Kindergartenalter während eines Tanzkurses nicht zur Ruhe. Drei Mädchen tot, noch andere schwer verletzt, auch erwachsene Betreuer, die sich dazwischen geworfen haben, quasi auch schwer verletzt, ein 17-Jähriger, ursprünglich aus Ruanda stammend, aber in Großbritannien geboren, lebte in Wales und seitdem kommt das Land nicht zur Ruhe. Ja? Und hier stellt sich wirklich ganz offensichtlich dar, dass das englische Establishment und die englische Regierung, Regime muss man auch in diesem Fall sagen, tatsächlich voll und ganz hinter den Migranten steht und wirklich mit aller Härte gegen die eigene indigene, wenn man so will, englische Bevölkerung vorgeht. Ja. Natürlich gab es da auch Übergriffe seitens, wenn die Meldungen stimmen, seitens der einheimischen englischen Bevölkerung nach diesen Morden auf die drei an die drei Mädchen mit Angriffen auf Moscheen und wahllos, scheinbar wahllose Angriffe, was natürlich zu verurteilen ist. Ja. Das ist nicht in meinem Sinne, das bringt auch niemandem was. Aber es gibt eben auch ganz andersrum, auch massive Krawalle, Randale, Zerstörungen, Straßenkämpfe, die die Polizei dann teilweise auch laufen lässt. Aber die Engländer, den Normalo-Engländer, der wird aber wirklich mehr als attackiert, sowohl von den Migranten als auch von der eigenen Polizei bzw. der Justiz. Und Elon Musk hat hier schon wirklich sich mehrere Sachen angeschaut und retweetet. Und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Der Mann hat wie viel? 193 Millionen Follower und so ein Tweet, das ist gar nicht mal viel, 24,9 Millionen Mal gesehen. Als Beispiel hier Ebene 1, Asylsuche, Asylbewerber wird dazu verurteilt, nur zwei Pfund im Monat zu bezahlen für den Angriff auf einen Notfallhelfer. Und die gemeinnützige Arbeit wurde ihm erlassen, weil er eben kein Englisch spricht, ja, wie nützlich. Ebene 2, Steve Mellon wurde verurteilt zu 26 Monaten Haft für Schreien und Gestikulieren vor der Polizei. Also es geht auch um das Strafmaß. Ja. Wir reden ja nicht von Geldstrafe. Es sind 26 Monate Haft. Das kann jemand die ganze Existenz weghauen. Ja. Wirklich. Das sind über 2 Jahre. Das ist also angemessen ist da gar nichts. Die sind wirklich brutal. Ja. Dann haben wir hier auch von Elon Musk retweetet. Tyler Kay kommt in das Gefängnis und verlor sein Haus, weil er einen Beitrag auf X kopiert hat. Tyler wurde zu 38 Monate ja, Gefängnis verurteilt, das sind über 3 Jahre, weil er einen auf X verfassten Beitrag von Lucy Connolly, der Frau eines konservativen Stadtrats, kopiert hatte. In dem Beitrag hieß es, jetzt Massenabschiebungen von mir aus alle verdammten Hotels voller, ihr könnt es selber lesen, anzünden, wenn mich das zu einem Rassisten macht, dann ist das so. Lucy war wegen des Postens verhaftet worden, also die Frau, die das ursprünglich gepostet hat, die Frau des konservativen Lokalpolitikers. Und Tyler versuchte, also die ist auch schon verhaftet worden, und Tyler versuchte zu beweisen, dass er nicht verhaftet werden würde. Er hat einfach diesen Beitrag 1:1 kopiert und selber als Post rausgehauen, um zu schauen, was passiert. Dies machte er in einer Antwort auf seinen Beitrag deutlich. Mir geht es eher darum, dass für die einen die gleiche Regel gilt wie für die anderen. Obwohl sein Anwalt erklärte, dass er unreif sei, in Pflegefamilien aufgewachsen sei und aufgrund einer Gefängnisstrafe seine Sozialwohnung verlieren würde, sagte der Richter, dass er eindeutig die Absicht gehabt habe, zu schwerer Gewalt anzustiften. Anschließend schickte er Tyler, einen Vater von 3 Kindern, für 3 Jahre und 2 Monate ins Gefängnis. Ja, Quelle Northampton Chronicle Independent. Ja, hier ist er. Und hier haben wir zum Beispiel diese Randale. Ja, das sind die Engländer. Das sieht man deutlich an der Fahne. Also da werden wahrscheinlich etliche Gruppierungen sich darin beteiligen. Ich will mich da auch gar nicht auf eine Seite stellen. Ich will nur beobachten oder hier darlegen, was das englische Justizsystem und die Polizei mit ihren eigenen Leuten macht. Ja. Also auch das Strafmaß und auch die Begründungen. Es wird nämlich noch herber und noch absurder. Gegen den 18-jährigen Cameron Armstrong aus Belfast, das wäre dann
Nordirland, wurde Anklage wegen Aufruhrs erhoben, obwohl sein Anwalt angab, er sei nur in das Gebiet gegangen, in dem Proteste stattfanden, um sich umzusehen. Richter Rafferty sagte, er muss keinen Brandsatz oder Ziegel werfen, um an Unruhen beteiligt zu sein, wenn er bei Unruhen anwesend ist. Mit anderen Worten, wenn du bei einer Demo bist und da wird es dann irgendwie gewalttätig und du stehst daneben, kann es dir passieren, dass du verhaftet wirst. Ja? Jeder, der sich an dieser Art von Verhalten, dieser Art von Unruhe beteiligt, sei es als aktiver Teilnehmer oder als neugieriger Beobachter, es wird so ausgesprochen, ja? Es wird ihm ja gar nicht vorgeworfen, er hätte irgendwas gemacht, muss außer in den außergewöhnlichsten Fällen damit rechnen, in Untersuchungshaft genommen zu werden. Und dieser Angeklagte wurde in Untersuchungshaft genommen. Ja? Dafür. Er stand da. Es gibt nichts, was sie ihm vorwerfen, irgendeine Handlung oder Leute aufgestachelt oder was auch immer. Ja? Einfach nur die schiere, pure Anwesenheit in der Nähe von irgendwelchen Krawallen. Wenn Pech hast, wohnst du da. Ja? Also, dann haben wir hier William, alles übrigens wirklich von Elon Musk geretweetet, interessanterweise. William Nelson Morgan, ein 69-jähriger Rentner ohne Vorstrafen, ist der älteste englische Häftling im Rahmen der Anti-Masseneinwanderungsaufstände, der bisher verurteilt wurde. Er wurde zu 2 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich am 4. August bei einem Bibliotheksaufstand in Walton, West Yorkshire, geweigert hatte, die Veranstaltung aufzulösen und einen Stock in der Hand hielt. Ja, also er wurde auch nicht gewalttätig, 2 Jahre und 8 Monate. Ja, okay. Dann haben wir hier von Melissa Chen, ist ein großes Konto aus Großbritannien. Keir Starmer, oder ich weiß gar nicht, wie der Ministerpräsident, der Premierminister von England heißt, der Labour, Keir Starmer entlässt Gewaltverbrecher aus dem Gefängnis, nur um sie durch Menschen zu ersetzen, die auf X, Twitter, Gedankenverbrechen begehen. Und er verschwendet Polizeiressourcen darauf, Leute wegen Retweets und Facebook-Posts zu ermitteln und zu verfolgen, während es in ganz Großbritannien eine riesige Menge an Gewaltverbrechen gibt. Da kommt noch die weitere Information dazu, dass es auch eine Amnestie, so eine Daueramnestie gibt, weil die Gefängnisse in Großbritannien komplett überfüllt sind und Straftäter, die eine Strafe bis zu 4 Jahren erhalten haben, nach einem halben Jahr freikommen. Ich weiß nicht, ob das auch für die gilt, die jetzt hier wegen solchen Lappalien wirklich eine Haftstrafe, zu einer Haftstrafe verurteilt wurden. Ja. Ein Einwanderer, der in Großbritannien ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte, durfte auf freiem Fuß bleiben, weil er nicht wusste, dass Vergewaltigung illegal ist. Wer seine Meinung in den sozialen Medien äußert, kann allerdings jahrelang im Gefängnis sitzen. Geben Sie ihm einen Sinn. Hier, Muslim Abuser, der nicht wusste, dass Sex mit einem 13-jährigen Mädchen illegal ist, aber es ging ja auch noch der Vorwurf der Vergewaltigung. Also da wird natürlich das Urrechtsprinzip komplett aus den Angeln gehoben. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Man kann immer sagen, das wusste ich gar nicht. Ja, also das ist total absurd. Ja, also gerade Vergewaltigung und eine 13-Jährige, ich weiß es nicht. Ja, das war allerdings schon 2016. Okay, das war 2016. Ich will es jetzt aber trotzdem drin lassen, weil das ist ja schon offenbar länger. Ja? Und deswegen ist es auch so explosiv und ist es jetzt auch explodiert, weil die Engländer hier langsam die Schnauze voll haben von dieser ungleichen Behandlung. Ich weiß nicht, ob das heute noch möglich ist, also wahrscheinlich. Ja? Wird nicht verurteilt, weil er es nicht wusste. Hier ist er. Und dann haben wir hier, Markus Heinz hat hier, Großbritannien darf ich noch als Unrechtsstaat bezeichnen. Social Media. Their job is to look for this material and then follow up with identification arrests and so forth. Also da geht es eigentlich letztendlich darum, die Kernaussage, dass gewarnt wird vor dem Teilen von der Videos oder sonstigen Informationen der Aufstände. Und es könnte eine Straftat sein, ja, muss man überlegen. Ja. Einmeldung. Ein Elfjähriger, es geht weiter, ja, es hört nicht auf. Das ist allerdings wirklich vom 12. August, glaube ich, oder vom 11. Ein 11-jähriges Mädchen und eine 34-jährige Frau wurden nach einer Messerstecherei auf dem belebten Londoner Leicester Square ins Krankenhaus eingeliefert. Ist die Polizei so sehr mit der Suche nach Beiträgen im falschen Stil
auf X beschäftigt, ja. Und hier sieht man, wie die Polizei also mit mehreren durchaus Personal hier eindringt, um irgendwelche Leute, die was Falsches auf X oder sonst wo gepostet haben, mal schnell zu verhaften. Ja, da werden solche Sachen eingesetzt anstatt, und übrigens die Krawalle werden teilweise laut Augenzeugenberichten, zieht sich da die Polizei zurück und die lassen die einfach mal machen. Ja, Elon Musk hat das hier noch gepostet, hat dieses Foto über das englische Justizsystem, ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, ja, das da unten ist nämlich die Pressekonferenz mit einem hohen Polizeioffizier, der hier die in die Kamera Salam Aleikum als erstes sagt und irgendwas labert, und man hat irgendwie das Gefühl, wenn man die Blicke sich anschaut, dass der durchaus vielleicht irgendwie unter Druck steht, möchte ich mal sagen, ja. Und hier nochmal Elon Musk, es ist, wir schreiben das Jahr 2030 in Großbritannien und sie werden hingerichtet, weil sie ein Meme gepostet haben. Ja? Wenn man die Eskalation weiter spinnt, ist es durchaus gar nicht so weit hergeholt. Und natürlich, was würden die Engländer und Amerikaner ohne die Nazis machen? Ja? Ich habe nur den Befehlen, ich habe nur Befehle befolgt, ja, hier. Das kriegt man natürlich, das passt immer, ja, ein SS-Offizier hier. Und ja, liebe Zuschauer, wir sind wirklich gar nicht so weit weg davon. Auch bei uns gibt es absurde Urteile, allerdings noch keine wirklich langen Haftstrafen. Aber wenn ich an Michael Ballweg denke, der über ein Jahr in Untersuchungshaft saß, ohne wirkliche Begründung, und ihm auch noch vorgeworfen wurde, er hatte seine Steuererklärung nicht abgegeben, dass er nicht tun konnte, weil er da in Haft saß, ja. Oder andere Beispiele von Ärzten, die nicht willfährig waren in den letzten Jahren und Atteste ausgestellt haben. Oder. Also es gibt da wirklich durchaus Parallelen. Ich möchte es nicht so weit gehen, dass man hier schon dafür verhaftet wird, wenn man irgendwo in der Nähe von einer Demo steht. Aber so ganz anders ist es nicht. Und von daher, was ist beim Engländer los? Und kann es bei uns auch kommen? Ja, wenn wir nichts tun und sie einfach weitermachen lassen, dann ja. Ja, anders kann man es nicht bezeichnen. Dann ja. Und in diesem Sinne, ja, wer das nicht will, sollte sich vielleicht überlegen, ob er damit irgendwie mal anfängt, irgendwas dagegen zu tun und laut zu werden und sich dagegen zu wehren, ja, mit laut natürlich komplett legalen Mitteln, ja, also keine Gewalt, keine Aufstände, keine irgendwas, ja, darum geht es nicht, sondern erstmal überhaupt auch ein Feld zu bereiten, andere Leute darüber, mit anderen Leuten darüber zu reden und sie darauf aufmerksam zu machen, in was wir hier reinschlittern, ja, langsam zwar, aber stetig. Ja, das sind wirklich keine guten Nachrichten. Also auch, aber dass Großbritannien überhaupt irgendwie der Hort der Demokratie und so weiter, das hat nie gestimmt. Ja, das war eine Monarchie, knallhart, ja, Kolonialmacht ohne Ende, ohne Gnade. Ja, also von dem teetrinkenden Engländer, der alles irgendwie mit einem schwarzen Humor nimmt, das haben sie ganz gut hingekriegt, das Image, aber es stimmt leider nicht. Ja. Also was die Engländer in der ganzen Welt, wie die sich aufgeführt haben, ist spottet jeder Beschreibung und offensichtlich auch in ihrem eigenen Land, auch da dieses Elitendenken und dieses Klassensystem, das ist da noch immer stark vorhanden, Unterschicht, Mittelschicht, Elite, Adel und so weiter, ganz, ganz getrennt, fast schon wie in Indien, ja, und entsprechend korrupt und komplett versaut. Ja, aber das ist, trifft ja fast irgendwie auf alle europäischen Regierungen zu. Und deswegen wird es hier zusammenbrechen. Ja, das ist meine Prophezeiung. Und ich weiß nicht, wie lange wir diese Puppen und diese Maskottchen, sage ich schon, Marionetten, die da oben rumspringen, wie lange wir die noch sehen werden. Ja, also allzu lang darf es dann auch nicht mehr gehen, weil dann sind meine Nerven irgendwie zu sehr belastet. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren, und wenn ihr Lust habt, gerne könnt ihr uns auch finanziell unterstützen auf Bitcoin, Stripe, Kofi und Deutsche Bankverbindung. Alles in der Beschreibung, so auch wie die aufgeschlagenen Netzseiten hier, wie immer als Quellenangabe in der Beschreibung. Macht es gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also ich finde, den Fall finde ich am allerhärtesten.
hier, es muss keinen Brand, es muss er muss keinen Brandsatz oder Ziegel werfen, um an Unruhen beteiligt zu sein, wenn er bei Unruhen anwesend ist. Und dann hast du wirklich keine Chance. Ja, an der Stelle. Servus, ihr Lieben. Das ist doch schon irgendwie krass, oder?